Ich mach das jetzt, ich mach das jetzt. Gut. Wenn ich das Knöpfchen hinten drücke, da bist du. Jetzt höre ich dich gerade, ja. Jetzt höre ich dich nicht. Wunderbar. Okay, bis jetzt schon alles gut zu funktionieren. Hände, Hände, wo sind meine Hände? Da. Die Isomatte hat immer vergessen auszurollen. Ach, Scheiße, das ist gar kein Stand. Wo ist denn das Ding? So schlecht, ich so. Wo ist denn die Matte? Hoppa. Wunderbar. Gott, jetzt habe ich mit dem LOL aufgehört, so ungefähr, so ein bisschen, und jetzt fange ich mit dem Wunderbar an. Ist die richtig rum? Nee, oder? Ich glaube, die raue Seite gehört unten. Scheiße. Was? Ich sag doch die ganze Zeit was. Nur nichts Sinnvolles. Okay. Gut. Hände an. Na? Passt. Kann mich der Chat schon hören? Ich müsste schon live sein. Source Sanity. Okay, ich bekomme hier öfters ein graues Bild. Warum? Was ist hier los? Oh shit, da eine Sensor. Kannst du das? Halt die Fuß. Gut, ein Sensor war noch ausgesteckt von der Warp Index, deswegen habe ich jetzt mal ein graues Bild gehabt, wenn ich in seiner Richtung geschaut habe. Kurz warten, dass der sich auch wieder findet. Jetzt passt es, glaube ich. Jetzt wird es nicht mehr grau. Super. Okay. Hat der Live-Chat schon reagiert? Ja, passt alles. Okay, super. Ich weiß, eine laute Musik. Ist halt das Dumme, man kann halt keinen gescheiten Countdown, kein Intro machen, weil halt, man kann die Musik von den VR-Spielen nicht wirklich abdrehen während der Countdown-Musik. Und das ist halt irgendwie. Ich meine, ich könnte diese Musik auch spielen lassen, während der Countdown läuft im Endeffekt. Vielleicht mache ich das in Zukunft. Okay, was haben wir da jetzt? Published. So, bitte wählen Sie entsprechende Einstellungen für Hardware-Ausstattung. Ultra. Was sagt immer Plus Ultra? Escape via Above the Cloud, Spielstand. Ist da noch was? Oh Gott, ein HTC Vive Controller. Oh Gott, ich hoffe, ich teleportiere mich nicht hin und her. Grip Teleport, oh Gott. Bitte lass mich laufen. Bereich 2, Bereich 3? Gibt es da mehrere Level? Oh Hilfe. Du befindest dich in einem begehbaren Wandschrank. Es ist vermutlich eine gute Idee, hier zu verschwinden. Ich befinde mich in einem begehbaren Wandschrank. Das ist aber nicht die Beschreibung des Spiels gewesen. Na, erst wenn ich drin bin. Ich will ja erstmal sehen, dass alles klappt, dass ich überall reinkomme. Weil vor allem jetzt sogar war so eine richtig laute Musik im Hauptmenü. Und dann, wenn ich mein eigenes Wort nicht höre, tue ich mir sehr schwer, auf Leute einzugehen oder solche Sachen. Geht's doch mal los. Siehst du sowas, meine ich zum Beispiel? Steht bei dir irgendwas am Computer? Soll ich hier jetzt die Begrüßung machen? Hey und herzlich willkommen bei Heat Streamed.
Escape VR Trapped in the Roof. Ja, jetzt höre ich Musik, eh klar. Jetzt, wo ich das gesagt habe, geht's los. Part 1. Mein Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen habe von Takahiro. Okay, die Musik ist schon mal da. Also ich höre Windgeräusche, Vogelgeräusche, aber Bild ist noch nicht da. Kommt wahrscheinlich noch. Hui, das dürfte ein älteres Spiel sein. Auf jeden Fall vielen Dank für das Geschenk. Ich bin schon gespannt, es auszuprobieren. Auch wenn ich Schlimmstes befürchte, wie ich mich hier anstellen werde. Ein Escape Room für den Heat. Ich werde hier drin verhungern und elendig verrecken. Ich höre ein Vibrieren. Ein Handy vibrieren. Och nö. Ich kann mich schon mal nicht mit den Lenkern drehen. Meine Hände sind ein bisschen verkrüppelt. Alter. Ach Gott. Okay, teleportieren. Triggers kassen, geht nicht. Ja, ja, ich würde gerne abheben, aber... Oh wow, die Daumentaste ist jetzt der Trigger, okay. Das war knapp, jetzt raus hier. Okay. Immerhin Deutsch, ist schon mal was. Kann ich Sachen kaputt machen? Das ist mal die erste Frage. Nö. Schade. Okay. Kann ich da noch irgendwas damit machen? Oh nee, okay. Ja gut, dann erstmal das Handy wieder daher. Das schauen wir uns später nochmal alles an. Wer ist denn jetzt eigentlich alle da? Ich glaube, Hartmut habe ich schon gesehen. Herzlich willkommen, Hartmut. My Some First Cosplays. Takahiro. Und Put Pete. Und herzlich willkommen, Put Pete. Danke fürs Einschalten. Oh, nun komme ich hier nicht raus. Du musst mich wieder muten. Hör mich selber. Danke. Ha. Dann wird sie wohl irgendeinen versteckten. Ist das schon mal mein Escape Room? Ich höre mich immer noch selber. Ich habe dich aber gemutet. Moment. Das drücken fürs Stumm halten. Ist stumm. Da tut sich aber nichts. Jetzt wäre ich dich. Wo ist denn da das, dass du dich selbst muten kannst? Ich mute mich an. Okay. Test. Ja, passt, jetzt geht's wieder. Vielleicht weil die Tastensperre am Handy gegangen ist oder sowas? Keine Ahnung. Okay. Ja, so kann mir eben Dienchen den Live-Chat vorlesen, indem sie sich einfach selbst mutet, während sie eben, also normalerweise ist es so, sie schaut jetzt übers Handy zu, über Discord mit dem Anruf. Ach stimmt, übrigens an euch alle, wenn ihr helfen wollt hier in diesem Escape Room, nur wenn ihr ihn wirklich noch nicht kennt, dürft ihr gerne mitmachen. Ich bin jetzt im Discord bei Gaming3 drinnen, da kann jeder gerne joinen und mir helfen, die Rätsel zu lösen, wenn er möchte. Aber fair bleiben halt, nicht irgendwie YouTuben und sagen, boah, ich hab's gelöst, krass, bin voll der krasse Heftige. Ihr wisst schon was. Okay, ja, es ist halt so, Dienchen sitzt jetzt am PC mit dem Handy, ist auch im Discord-Anruf drinnen und wenn sie mir eben was sagt, entmutet sie sich, damit ich mich nicht immer doppelt höre, dann kann sie mit mir eben so reden. Weil sonst würde ich ja in ihr Mikrofon reinsprechen. Okay, ihr wisst Bescheid. So, was kann ich denn jetzt hier alles machen? Kann ich das aufmachen? Irgendeine Taste, was ist das? Zeige auf einen Knopf und drücke Trigger zum Selektieren. Was ist denn so lustig? Verheimlichst du mir was? Sollte ich Taschen nicht aufmachen können? Okay. Dies ist das erste von mehreren benutzbaren Objekten. Drücke Touchpad zur Benutzung. Okay. Ich sehe keine Laser oder sowas. Was ist denn das überhaupt? Hier ist Darling Foam. Okay. Schauen wir mal, ob wir Feuerzeug finden. Die Steuerung, da muss ich mich dran gewöhnen. Kann ich das auch machen? Scheiße. Das ist rot. Das ist nicht gut. Vielleicht ist ja ein Schlüssel in einem von den Schuhen drinnen. Oder vielleicht unterm Schuh. Nein. Oh, das wird ein Spaß, ich merke das schon. Ah, Moment einmal, kann man nicht so Schlüssel knacken mit, ich verbieg das Ding hier und... Geht das? Ach, scheiße.
Ah, was haben wir denn da? Ja, fleißig suchen, fleißig suchen. Wie geht's euch allen heute so? Geht's euch gut? Im Moment sicher besser als mir, oder? Ach. Es ist gemein, das Spiel hat keine Drehfunktion. Ich werde das. Dienstchen muss man bitte sagen, wenn das Kabel sich so sehr eintritt, gell? Wenn es anfängt, so einen Knoten zu machen, dann wird's gefährlich. Kann ich da rein? Auch nicht, okay. Habe ich einen Rucksack oder sowas? Nee. Ach, ich bin eine Lady. Oder ein Mann, der auf sich achtet. Kann auch sein. Nee, schon eher aus wie Frauenhände, oder? Oh Gott. Also, oh Gott, wegen dem abgetrennten Ding, nicht wegen, oh Gott, Frau. Kann man das aufmachen? Achso, Touchpad. Nee. Ich muss alles mal berühren und dann mit Touchpad schauen, ob sich da irgendwas aktiviert. Ist da irgendwas drinnen, Herrst? Huppa! Öffne dich. Ich kann alles nicht aufmachen. Errungenschaftsfortschritt, Origami-Liebhaber. Okay. Kann man das irgendwie fürs Rätsel verwenden? Komm, da. Komm, da. Ach Gott. Nichts, nichts. Nö, kein geheimer Schalter oder sowas. Ha, da ist ja zum Glück noch was. Die kann man sicher aufmachen, oder? Ich will aus diesem kleinen Raum raus. Ist da irgendwo ein. Nee. Kein Schalter oder sowas, oder? Hat jemand von euch schon mal einen Escape Room gespielt? Also im echten Leben vielleicht oder so? Gibt's ja nicht. Okay, das Einzige, was ich verwenden kann, ist jetzt dieses Ding hier. Und das Telefon, oder? Nee, geht auch nicht. Und Flammbar. Ja, aber wie mache ich denn Flammen? Upsi. Da kann man auch Hinweis geben lassen. Okay. Ja, noch nicht, noch nicht. Ist noch ein bisschen zu viel dafür. Ich habe das Gefühl, man kann mit dem Ding das da irgendwie machen. Na komm. So. Scheiße. Oben vielleicht die Decke, die Lichter? Das Bild. Warum lachst du? Dienchen lacht. Finde ich nicht gut. Ein Nagel. Ja? Ja. Bist du jetzt irgendwie erschrocken? Finde ich gut. Was sagt Hartmut? Dass er die Tür problemlos eintreten könnte, Takehiro bejaht das. Und er meint, wenn es ein amerikanisches Haus ist, könnte er sogar die Wand eintreten. Die bauen nur mit Rehgipsen. Ja, könnte ich auch, aber mein Fuß geht halt gut. Du tust es aber nicht. Dreht sich da irgendwo dagegen? Brech mal die Zehe, wenn ich jetzt aushole. Oh, mein Bein. Gott. Vielleicht ist da irgendwie so ein Gag dahinter. Komm her. So. Ruiniert. Alter. Sehr gut. Vielleicht ist irgendwo ein Feuermelder. Kann ich den Nagel nehmen? Der Nagel ist doch nicht zufällig da oben. Komm. Entdrehen? Kann sein. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht ist da unterm Tisch irgendwas. Nee. Ah, wie soll ich denn an den Nagel ankommen? Ich soll dich vom Hartmut fragen, ob du dir gerade ernsthaft wehgetan hast beim in die Luft treten. Ja. Ja. Komm her. Komm her.
Er ist etwas Besonderes. Hör auf, meine Mutter zu zitieren. Gut, Nagel geht nicht. Sauerei ist das hier. Wer war denn das? Nein, der Nagel ist nicht zufällig da oben. Der dient dazu, das Bild an der Wand zu halten. Die Klappe. Das gibt's doch nicht. Ist da irgendwas, womit man... Ach so! Wow. Klappe! Du bist auch nicht drauf gekommen, gib's zu. Ich hör mich wieder selber. Vielleicht Tastenspiele. Das ist Rätsel gelungen! 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 Voller Erfolg! So. Komm, wer ist jetzt stolz auf mich? Alle. Alle sind stolz auf mich. Ein Fernseher. Der Stream hat sich jetzt schon gelohnt, laut Takahiro. Das sieht aus wie so ein Ding aus Rec Room. Als ob man es in Rec Room gebaut hätte, mit so einem Knetsprüher. Vielleicht ist es in Rec Room gebaut. Was haben wir denn da? Ach du Scheiße. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal. Ist das nicht Wachs? Ja, Herwachs. Ich glaube, das habe ich immer noch im Badezimmer stehen, seit mindestens einem Jahr. Eine Glocke? Ein Pinsel? Hä, wie pinselt man denn damit? Ach, das soll eigentlich so, das davon ist, soll das... Ah, okay, das schaut so fest aus. Spüldose. Da ist das Make-up. Oh. Jetzt bräuchte ich Hilfe von My First Cosplays. Schminken wir uns ein bisschen. Mokau Man, Styling Deal. Niemand ist stolz auf dich, du hast dich selber in einem Quantschrank eingesperrt. Ich hab's schon gehört, ich hab's nicht ignoriert. Ich sag's aber gern nochmal. Danke. Willst du das nochmal wiederholen? Nein, danke. Auf Hochdeutsch? Gib mal Ruhe. Ah, man kann doch Sachen von Sachen abnehmen, okay. Ja, dann will ich aber auch die Taschen aufmachen können, vielleicht halt. Okay, wir haben ganz viele Sprühdosen. Wachs aus der... Gibt's sowas? Wachs aus einer Sprühdose? Nee, oder? Kommt mir blöd vor irgendwie. Klar, okay. Hat irgendjemand beantwortet, wie es ihm geht? Auf meine Frage? Hm? Was für ein unhöflicher Haufen. In dem Spiel ja. Bei Half-Life war es ein bisschen leiser. Im Moment höre ich dich auch so. Ich kann das irgendwie nicht nehmen. Ist das zu schwer? Beide Hände. Geht nicht, okay. Wie so ein Zauberer. Hm. Polster geht auch nicht. Decke. Lass mal das mal alles liegen, okay. Okay. Da stand aber Haarwachs. Was haben wir denn da? Lavino. Murder Dog. Ist das was zum Trinken, oder? Ja. Pff, hier kann man nichts kaputt machen, oder? Nee. Absolut nichts zerstörbar. Ich sollte nicht alles durch die Gegend schmeißen, weil dann suche ich wieder irgendwas Bestimmtes und dann finde ich es nicht. Dann liegt sie irgendwo hinterm Bett. Origami-Figur in meinem Rucksack, der nicht vorhanden ist. Süß, die Häuser schon aus wie so eigene kleine, schon aus wie so Taschen aus so einem elitären Laden, weißt du, was ich meine? Oder so Parfümfläschchen. Okay. Dann decke ich auch nichts. Ich mache mich für alles bereit in dem Escape Room. Hui. Okay. Hier wohnt aber jemand sehr reiches, oder? Ja, nichts machen. Cäsar, Julius Cäsar. Oh nö, gute Besserung. Gute Besserung, Sam First Cosplays, an deinen verbrannten Finger. Freut mich, dass es euch gut geht. Bläh, bläh, bläh. Okay.
Fest mit den Daumen. Schaut hübsch aus, oder? Weil mit dem Nagellack. Na gut, hier ist auch nichts, kann man auch nicht in die Hand nehmen. Also interessiert er mich nicht mehr. Bild. Nicht wichtiges Bild. Noch ein Bild. Ach, kein wichtiges Bild. Aber ich bin kräftig. Für das ich nicht mal ein Glas zerschlagen kann, bin ich schon ziemlich stark. Verschlossen. Hey, ist das nicht der Raum, wo ich gerade drinnen war? Okay. Wieso gehe ich davon aus, dass irgendeine Tür naturell offen ist? Obwohl die da hinten war es gerade. Egal. Ein Stethoskop? Stethoskop? Wie nennt man das? Stethoskop, gell? Oh. Ich kann damit sicher hören. Ah! Ich hab's auf! Oh, wie toll! Ich will meinen Herzschlag hören. Oh, ich hab meinen Herzschlag! Das ist nicht sehr regelmäßig. Bitte. Ich hänge das mal wieder da auf. Vielleicht brauche ich das später noch. Ach Gott, da kommt wieder die Altersdemenz. Komm her. So. Willst du mich ärgern? Jetzt kannst du mich aber langsam kreuzweise. Gut. Genau so hat das zu funktionieren. Ist da was drinnen? Nee. Okay. Oh, schön hier. Wieso steht hier ein Auto? Wie hat er es hier reingebracht und wie bringt er es hier wieder raus? Wird das jemals benutzt? Ich glaube nicht. Vielleicht ist es so ein Gebäude von der Justice League. Ist das der Besitzer dieses Apartments? Mal schauen, was er sich so anguckt. Little Glass Man. Eindeutig ein Porno. Scott Jacobs, This Small Town, ebenfalls Porno. Okay, machen wir wieder zu, Nee, ich, oh, gut, dann eben so, wir brauchen die später sicher noch. Hä? Ich mach das richtig? Wieso nicht richtig? Hä? Es ist doch zu gewesen, nur die CD bleibt nicht drinnen. Gar nichts mache ich falsch. Ui. Boah, ich muss heute noch oft in die Knie gehen. Okay, lassen wir die auch mal da liegen. So, zack, zack. Schau mal, ob da was drinnen ist. Außer der CD. Nö. Okay. Muss ich wahrscheinlich eh. Okay, schauen wir mal. Ah. Nehmen wir das. Das sieht irgendwie sympathisch aus. Sind das dieselben Geräte? Ist das eine Mikrowelle? Was ist das für ein Ding? Was ist denn das? Volumen. Also da kommt die CD rein, oder? Ist doch logisch. Mach auf. Keine CD. Okay. Was ist denn das wieder? Ein Equalizer oder was? Energizer, keine Ahnung. Irgendwie unnütz. Was kann ich da machen? Lautstärke, oder? Ist alles dieselbe Anlage, okay. So, machen wir ein bisschen leiser. Oh. Machen wir noch ein bisschen leiser. Zu leise. Wieso lachst du schon wieder? Achso. Alles wird gut, Ellie. Ich habe noch ein bisschen Verstand übrig. Okay, ist da vielleicht was unter dem Tisch? Nee? Okay. Oh. Ist da. Huh. Was gibt's denn hier Tolles? Base Jump Event, Mile High Building abgesagt. Zuerst mal an den Fallschirm abgesehen. Mile High Building
VIP-Apartment. Ist das meins? Ist live. Ui. Sind laut Bauunternehmer fast fertiggestellt. Strich, strich, strich. Mile High Building. Sehr geehrter Kunde, wir hoffen, dass Ihnen Ihr Penthouse gefällt. Sind Penthouse und Apartment etwas Unterschiedliches? Keine Ahnung. Wir entschuldigen uns für die Bauarbeiten auf den anderen Stockwerken. Management. Okay. Da hat jemand was verschüttet. Ein Indiz. Bin ich ein Säufer oder was? Ich glaube, dass ich ein Einbrecher bin. Nick McBam, das bin ich. Nick McBam. Das könnte wirklich so ein Account von Hiroto sein, oder? Für seine Formel 1. Lehmanns 24. Auch nichts wieder da hinten. Kann ich das wieder aufhängen eigentlich? Nö. Einmal unten, einmal. Ist bleibt unten. Es geht da wieder an die Wand. So. Auch nichts. Die Datumsdinger könnten noch wichtig werden, die merken wir uns. Wenn die Musik nervt, sagst du mir Bescheid, dann büsche, dann mache ich sie aus. Darf ich? Als ob das gehen würde. Das klingt furchtbar. Upsi. Also, wenn das mit der wenn das mit dem nicht geht, dann geht es mit der Flasche nicht. Okay, unsichtbare Wand. Hat nicht funktioniert. Mostly harmless. Ah, das sind wieder so ganz wichtige Daten wahrscheinlich. 2042 und so weiter. I can do anything. Könnte aber auch ein Passwort sein, die Worte. Me and mine. Sind das, Bronze-Schallplatten oder sowas. Ist hier kein Müller-Album. Das würde ich wissen. Hey, welche? Ich soll alles nehmen und das Fenster einschlagen. Okay, passt. Nehmen wir gleich mal so, zack. Ich nehme das Fenster einschlagen. Oh, kann ich das anzünden? Kann ich Sachen anzünden? Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Autsch! Wow! Chill! Boah. Autsch! Ja, offensichtlich. Autsch! Au! Autsch! Au! Mmh. Oh! Mmh. Autsch! Geiler Scheiß! Autsch! 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 Ich bin dabei, ja. Autsch! Mmh. Wow. Okay. Suchen wir uns eine andere masochistische Beschäftigung. Wieso wollen wir unbedingt das Fenster zerhauen? Ah, stimmt, aber wenn ihr hier raus ist, ist Escape Room. Ha, hab ich voll vergessen, dass ich hier raus möchte. Der Sky Cleaner. Wieder kommen wir auch noch hin, das sind sogar Knöpfe, schaut's. Das wird aber unheimlich. Ja, zum Glück sind da Wolken, da kann ich mir vorstellen, dass die Wolken der Boden sind. Ich will's da rein tun. Unsichtbare Wand, immer diese unsichtbaren Wände! Weiter. Ernsthaft? Hä? Hopp! Hopp! Fuck! Okay, hier ist auch nichts. Oh, Origami-Figur. Für mein Achievement. Ich tue jetzt meine ganzen Achievements ins Feuer dann. So. Müssen ja irgendwo hin. Oh, da haben wir schon ein kleines Rätsel. Kann ich es vielleicht einfach hören? Achso, warte mal. Schauen wir mal kurz den Wagen an. Kann ich rein? Darf ich in den Wagen rein? Ist das genehm? Okay, aber theoretisch, man kann ihn berühren und Knöpfe drücken. Wir brauchen nur den Schlüssel. Also rein von der Theorie her, ja. Gut. Ha. Dann holen wir jetzt mal dieses... Ah, das ist noch ein Fahrstuhl. Mein Fahrstuhl hat gefurzt. Das war ich nicht, ich schwöre. So, wir nehmen jetzt das hier. Machen es wie in jedem coolen Agentenfilm. Upp.
Hier mit der anderen Hand. So? Ah! Yes! Okay, da ist zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es auf irgendeinem Rätsel zu lösen. Aber wenn es wirklich ein Rätsel war, aber wurscht. Oh, ein Schwert! Ja, hier kann man eh nichts kaputt machen. Trotzdem cool, ein Schwert. Die Nerd-Sammlung. Lavagestein. Mit offensichtlich noch glühender Lava. Ninja-Stern. Ninja-Würgewerkzeug. James Bond-Ring mit Elektroschocker dran. Eindeutig. Ein Eisball. Muss der nicht gekühlt werden? Lady Peace. Oh, ich will die Lady Peace haben. Gib mir die. Ach, nimm einfach den Eisstein und schmeiß den auf das Glas von Lady Peace und schon habe ich's. Aber nein. Oh, Lady War. Geh mal wieder weg da. Nichts machen, außer Hände verbrennen. Okay. Aha, ja, okay, gut. Ja, ist gut. Noch mehr Ninja-Werkzeuge. So, was haben wir da? Finger auf den Scanner legen. Zugang verweigert. Offensichtlich ist das nicht mein Eigentum. Ich bin also doch ein Einbrecher. Okay. Wo finde ich jetzt einen Finger? Ha. Huh. Moment. Ja, ich nehme alles und schlag's Fenster ein. Ich nehme gleich meinen Fuß und schlag damit das Fenster an. So, dann nehmen wir das mit. Wir nehmen. Da gibt es jetzt eigentlich so viele Sachen. Die Sprühdose kann ich brauchen. Ich kann aber nur. Ich habe nur zwei Hände. Och, ich will das Make-up-Ding auch noch mitnehmen. Muss ich das überhaupt noch, weil ich den Pinsel schon so eingetackert habe? Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Ja, eben. Tschu. So. Dann kriege ich immer einen Fingerabdruck. Ich mache das fix richtig, oder? So holt man sich doch einen Fingerabdruck. Wo könnte denn ein Fingerabdruck sein? Das könnte jetzt ein bisschen dauern, lieber. Auf welchem Glas? Hier sind viele Gläser. Die Wohnung wird so stinken am Ende. Ha. Welches ist das am Boden da? Ah, stimmt, danke. Schlau. Ah, jetzt habe ich einen Dünkler gemacht mit dem Pinsel. Hm? Ach Quatsch, der soll das ja einscannen. Das ist wie ein Strichcode. Vor allem noch schief. Ich bin der beste Einbrecher überhaupt. Noch ein Porno. Martha. Könnte halt wirklich anders sein. Ah nein, die singt. Was steht da? For Freud Daniel. For my friend Daniel. Oh, natürlich. Achtung, übermäßige Lautstärke kann zu Hörverlust führen. Okay. Moment, doppelter Boden? Irgendwas? Nee, okay. So. Ja. Kann ich damit abfeuern? Dein Ernst? Ich fühle mich gerade nicht mehr ähnlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vor allem da unten ist einmal Glas. Da ist gerade die Kugel durchgeflogen, habt ihr das gesehen? Ach Gott. Na gut. Okay, wir haben zumindest mal eine Pistole, die können wir schon mal für später aufheben, falls noch ein Einbrecher kommt und den Job ruinieren möchte. Okay. Leute, ich gebe euch jetzt eine Lautstärkewarnung und könnt böse werden. Muss ja einen Grund haben, wieso der sagt, das mit der Lautstärke, Hörverlust und so. Jetzt muss ich anfangen, die CDs in die falschen Packungen zu geben. Wie im echten Leben.
Okay. Soll ich mir auch noch das Stethoskop aufsetzen? Wie ich bin oder was? Stethoskop? Keine Ahnung. Oh Gott, ich habe Angst. Warte mal. Oh. Wir raten da die Sachen ein. Ach, hat das gerade die irgendwelche Gläser zerstört? Ah. Das hat sie gut gemacht. Okay, bitte. Wir haben Gläser zerdeppert. Schatz, die Wand ist kaputt. Ich bin frei! Freiheit! Jetzt kann ich Sachen runterwerfen. Auf unschuldige Passanten. Ein toter Mensch. Noch ein toter Mensch. Gleich ins ganze Feuer runterschmeißen. Okay. Ich bin draußen. Gewonnen. Escape Room. Okay, was jetzt? Ha? Erstmal nach oben. Steile Höhe. Ist schon ein bisschen unheimlich. Ja, wollte ich sagen. Ich wollte sogar rausspringen. Okay. Dachte ich bin tot. Du hast Bereich 2 gefunden, die Baustelle. Wenn du das Spiel verlässt, kannst du hier später weiterspielen. Okay. Wir sind in Abschnitt 2 anscheinend. Wir sind krass drauf. Okay. Schade, ich hab gedacht, ich kann doch die Sachen ein bisschen nutzen, die oben rumliegen. Die Sprühdose zum Beispiel. War voll unnötig, oder? Oder das Handy, oder alles andere halt. Okay. Ich frage mich, ob es immer mehr Fluchtmöglichkeiten gibt oder wirklich nur eine einzige, die man finden muss. Feuerlöscher. Gefällt mir schon mal. Stimmt, dass ich die Knarre gar nicht benutzen können. Genauso wie das. Ich muss das Ding sicher noch reparieren, oder? Kann ich da wieder hochfahren? Das Ding ist voll am Arsch. Ist voll kaputt. Aber total. Total Schaden. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Ah, es gab einen Aufzug, genau, der kann sicher wieder zurückfahren. Ich will das Auto auch noch verwenden. Ich glaube, da gibt es mehr als eine Fluchtmöglichkeit. Okay. Oh Gott, Kabel. Oh Gott, Kabel. Das ist cool. Was wurde denn hier getrunken, hä? Stella. Ein frisches, kühles Stella, hm? Was haben wir denn noch alles? Okay. Hui! Kann ich eigentlich runterfallen? Oh Gott. Schreck mich. Ich bin in der Luft! Ich bin in der Luft! Ich kann fliegen! Alter, Alter, okay, nee. Lieber nicht. So. Den Radio vielleicht? Nee. Okay, der macht gar nichts. Ist aber auch nichts, oder? Oh, Moment einmal. Aha! Aber jetzt habe ich ja gar kein Feuer. Schade, dass der Gleiter vielleicht ein bisschen. Boah, geht ganz schön tief runter. Hat sich die Kleine erschrocken? Oh je. Schaut lecker aus, da beiß ich jetzt rein. Okay, das kann ich nicht in die Hand nehmen, schade. Hm. Die Schachteln? Wird wieder hoch. Was wollen die jetzt da von mir? Jetzt haben wir hier diesen Kasten. Okay, wo führt dieses Kabel hin? Der Fahrstuhl, okay. Schwarz und lila. Nichts. Da fehlt ein Knopfpult-Ding. Oh Gott. Hä? Programmieranleitung. Fahrstuhltechnologie. Willst du mich verarschen? Gut, ich setze mich da jetzt erstmal hin. Einen Moment. Was haben wir denn da? Eine Telefonnummer. Und das war's. Nee.
Sideways, Programmieranleitung, Modellnummer, aha, aha, okay, Waschmaschine, Intcode, Intcode, okay. Nee, geh, komm. Aha, da hat jemand mit Kaffeefingern gearbeitet. Okay. Ja, nur unterschiedliche Modellnummern. Ich muss rausfinden, welche Modellnummer ich dann habe. Wahrscheinlich die, wo die Kaffeeflecken oben sind. Hm. Das sind nur verdammt viele Modellnummern. Scheiße. Sind das immer dieselben? Ja, sind immer dieselben. Immer nur 03 am Ende. Okay, und da ist nur die mit der 27. Okay, dann sind mehr mit Kaffeeflecken. Ah, da ist nur eine, die keine Kaffeeflecken, oder? Nee. Okay, das wird schwierig. Ah. Und vielleicht glaube ich nur, dass es schwierig wird. Kann ich den Tisch zum Einstürzen bringen, indem ich die Kartons da wegnehme? Nö, okay. Was haben wir denn da? Was denn? Das schaut eher so aus wie die Hexen bei deiner Mama. Halt die Schnauze. Me not in shape, round is a shape. Okay. Ich werde mir so wehtun. Ich bekomme Search and Simulator Vibes. Angenehm. Nee, das sagt er nicht aber. Das sagt er auch nicht aber. Das hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht. Okay, Messerchen. Ah, da ist wieder. Kein Klopfgeräusch. Mit dem Hammer oder was? Nee, geht nicht. Was ist denn auf den Tasten drauf? What the hell? Die Katze mit einem Buch. Happy Easter, eat a rabbit. Okay. Noch ein What the hell? Auf Katzen Kaffee. Oh, auf Katzen Kaffee. Hm. Alles Schrauben. Okay, wo finde ich jetzt das Teil, was mir fehlt? Ich brauche mal das Pult. Hier drin vielleicht. Was zum Teufel? Hä? Hä? Also ein Kabel muss ja wohl in das Ding rein, oder? Das schaut sehr auffällig aus. Kann man das berühren? Ja, kann man. Hm. Was ist damit? Scheinwerfer. Kann ich die Sachen vielleicht einfach durchschneiden mit dem Messer? Wo gehe ich hin? Kein Orientierungssinn, wie immer. Wie immer. Oh, was ist denn das? Was bist du denn? Was bist du? Ein kleiner Staubsauger, okay. Ich bin so planlos gerade. Ich will das kaputt machen. Okay. Okay. Eingehende Leitung. Das Gelbe und Blaue sind kaputt. Oh Gott. Aber ich habe auch kein Klebeband, um das zu fixen, oder? Damit auch nichts machen. Huh. Jemand eine Idee? Ich will was zerschneiden. Ja. Da ist lila.
Blau führt nirgends hin, blau ist kaputt. Das hellblaue führt dahin. Aber ich kann nichts machen mit diesen Schaltdingern. Ich kann ja auch die Kabel nicht in die Hand nehmen. Die dicken? Die schwarzen? Achso, weil da die zwei fehlen. Ich kann die ja nicht einmal nehmen, die leuchten nicht irgendwie. Vielleicht muss ich ein anderes Werkzeug dafür holen. Schauen wir mal. Feuerlöscher kann ich nehmen. Kann ich das Ding mitnehmen? Was ist das? Ah, das ist so ein Ding wie das für den Sessel, gell? Damit es nicht quietscht. Genau. Papapapapa. Alles mal daher. Fehlt dir noch was, die Bohrmaschine? Sonst nix. Ich würde aber auch mal, dass man die Kabel irgendwie rauszieht. Und da sind ja auch ein paar unnötige angesteckt. Ja, das lila, ja. Okay. Hammer. Alter. Nicht. Hier quietscht nichts mehr. Ich hab keine Ahnung. Okay, probieren wir mal. Ah, ist ja mäßig, dass ich mich jetzt dahin muss. Nehmen wir dich und dich. Gehen darüber. Du, mein Freund, du belastest mich. Unter den Paletten. Vielleicht in der Schachtel drin oder so. Okay, ich guck mal nach. Ein paar Dosen. Ah, da ist nix. Das sieht blöd, ich mir gerade vorkommen. Ich glaube, das Messer ist wahrscheinlich einfach nur, um die Kartons aufzumachen vielleicht, oder? Wird doch Sinn machen. Schauen wir mal, ob wir das da aufschneiden können. Das triggert mich hart. Meine Fresse. Da hinten ist auch nichts. Oh, ich glaube da hinten hin. Hahaha. Ah, aha. Kleiner Origami-Vogel. Keine Ahnung. Ja, wo denn? Ich kann die Schachtel nicht aufmachen. Oh, die kleine Schachtel, schau. Ah. Okay, Fortschritt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, worauf habe ich mich da gerade eingelassen? Danke, Zakahiro, für dieses wundervolle Geschenk. Bist ein echt toller Freund.
Ich weiß dich wahnsinnig zu schätzen. Ich hab mega Spaß hier. Geht auch überhaupt nicht in den Rücken oder so. Welche geht noch? Die hier. Elevando! Elevando! Quando, quando! Genau so schneidet man gerade uns auf. Schau mal, was wir da haben. Procramer Ultra, okay. Genau so gehe ich mit neuer Ware um. Geh weg. Noch einer. Falls einer kaputt ist. Na, 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 na. Was denn? Ich ignoriere das jetzt einfach mal gekonnt. Boah, habe ich einen Spaß. Das ist seit lange nicht mehr. Ja, es war halt irgendwie interessant vom Äußerlichen. Übrigens, auf meiner Wunschliste standen nicht nur Sachen, die für mich waren, sondern auch vielleicht auch für andere. Einfach interessante Dinge. Das, halt die Klappe! ist nichts. Auch nichts mehr. Ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Okay. Schaut zumindest danach aus. Habe ich eh nicht irgendeinen Karton runtergeschmissen? Nee, oder? Also irgendeine, wo noch was drinnen war, meine ich. Wäre ungünstig. Kommst du jetzt her? Boah, Prinzip. Da geht's ums Prinzip. Dachte ich mir schon. Okay. Ich hab total viel Spaß. Jetzt kommt die Kiste wieder. Ich lern's nicht. Geh weg. Okay. Boah, habe ich einen Grand. Ach so. Okay, okay, eins nach dem anderen. Das sind die Knöpfe für den Fahrstuhl, oder? Er leckt mich am Arsch. Ich entschuldige mich für meine vulgäre Sprache. Okay. Die Dinger können da rein, oder was? Ah ja. Hä, sind das verschiedene? Nee, wahrscheinlich nur bestimmte, okay. Hab ich noch welche? Ja. Geht das? Hätte ja sein können. Fuck. Okay. Wir wollen ja das Lilane verbinden, gell? Warte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Das braucht jetzt sehr viel Leistung im Gehirn. Jetzt bekomme ich ein bisschen arg Flashbacks, aber egal. Muss ich das noch irgendwie runter aktivieren? Nee. Alles geht von selber. Oder? Jetzt ist oben. Genau. Okay. Gut, jetzt wollen wir das so. Hm? So. So. Da fehlt aber Kabel. Ah, deswegen die Zweier. Okay. Was habe ich euch damals erklärt bei solchen Labyrinthspielchen? Wir fangen oben an. Wir wollen ja zum roten Kabel hin. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall einen Zweier drinnen. So. Das untere. Hier. Braucht ebenfalls einen Zweier. Da reicht ein Einser.
Uff. Einser reicht, glaub's. Okay. Okay, dann sind wir da. Und das geht dann darüber. Okay, gut. Ha! Jetzt geht der Standard durch, oder? Ich denke mal, das passt jetzt so. Gut. Es sind mehrmals die gleichen und bei manchen ist dann die Nummer eben verdeckt und dann muss ich die anderen wieder anschauen, okay. Aber wie. Achso, dieses Programmierding, wo ist dieses. Ich habe noch so ein kleines das da. Ich komme mir vor wie damals im Kindergarten, wirklich so im Hort. Wenn ich mit so Bauklötzen spiele. Uff. 61 E75. Ja, genau das habe ich vorgehabt. Gut erkannt, ja. Aufzug verbinden. Ich habe wahrscheinlich von einem den Code, oder? Das ist die 75, ja? Nein. Oh. 61 E75. Nein! Hä? Gibt's ja gar nicht. Ah, okay, verstehe schon. Ach du Scheiße. 61 E75. Gut, das hat sich erledigt. Das heißt, das kann man nicht brauchen. Da fangen wir mit. Ich sehe ja das mittlere, komm. Scheiße. 73 B27. Moment. Leck mich am Arsch, ist immer das Letzte, wirklich. Ich will nichts hören. Gib mal Ruhe. Ich hab grad nicht mehr nichts hören. Ist das euer Scheiß ernst? Der Code ist ja überall verschmiert, oder? Ich habe drei Dinger. Kommt man auf den Code irgendwie? Oh Gott, nee, bitte nicht. Warte mal. Ich habe da was im Kopf. 61 B75. 61 75. Oh Gott, ja. Heißt es, das ist jetzt wahrscheinlich der Code für das hier, oder? 6175, schauen wir nochmal. Ah fuck, ich merke mal sowas nicht. 49099. 99 am Ende. 6175. 99 am Ende, 492. War das das gleiche? Oh Gott. 491. Man kann sich so irgendwie zusammen. Hilfe. Ich habe einen IQ von 5, das ist so unfair. 61 B4. Okay, wir wollen das B haben. Da ist die 0 und die 99. Und beim C. Hilfe. Kann man sich das irgendwo aufschreiben? Ähm.
Wie soll ich denn die Flecken loswerden? Okay, ich will jetzt einmal das knacken. Noch einmal. Wir haben die 6127. 6127. 49051. 49051. Und bei C? 49051. 49.02. Das heißt, da ist dann die 1 dazwischen, oder? 49151. Die andere Hand. So, komm her. Gerst. So. Hä, wie drücke ich denn da? Hä? Was? Ach so. Das könnte natürlich sein. Ich. Danke. Ich werde mich jetzt weigern, aufzustehen. Okay. Wo hast du das gesehen? An dem Ding, oder was? Hä? Wo fehlt denn der Strom? Oh, so. Wie Strom einschalten? Wegen dem Kabel da, oder was? Das ist das Problem, glaube ich. Vielleicht mit der Sprühdose. Hä? Zurück. Das Rote? Durch die Wand. Ein Knick. Nee. Da leuchtet ja gar nichts. Stimmt eigentlich. Lied ist das, was zum Aufzug geht, oder? Ja, wieso leuchtet es denn nicht? Vielleicht ist einfach nicht genug Strom da. Vielleicht müssen wir das so. Das schaut so verdächtig aus, oder? Warte mal. Das schaut aus wie so ein Darm, so ein Dickdarm in Search and Simulator. Scheiße. Nö. Man muss da irgendwie das rausnehmen können. Ich will das nochmal haben. Ist mir egal. Find eine bessere Lösung. Es ist von Mahmut. Ja, das sag ich ja. Ist mir schon bewusst, dass es von ihm ist. Danke. Alle Werkzeugschichteln sind hier. Wie löse ich das denn?
Den kann man nicht mal angreifen. Nee. Takahiro, weißt du, wie das funktioniert? Kennst du's? Nee, oder ist das nur bei der Wunschliste gesehen wahrscheinlich? Das ist das einzig lockere Kabel. Oh Gott, jetzt ist der Schnuppmann wieder an der Bist du der Pachasan. Ich schwitze ein bisschen. Das muss niemand sehen, niemand wissen. Alles gut, Leute, alles gut. Ignoriert sie einfach. Gibst du eine Ruhe? Ich fühle mich gerade ein bisschen nicht ernst genommen, ehrlich gesagt. Die Schrauben vielleicht? Hilfe! Wieso sind denn da so... Man kann sicher mit zwei Händen diese schweren Sachen nehmen. Das muss doch einen Grund haben, wieso das leuchtet, da man es nicht nehmen kann. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, du brauchst für irgendwas noch den Feuerlöscher. Der Feuerlöscher? Ja. Der kann dann einfach nicht angreifen. Ja, aber das sind so viele Sachen, die man einfach so angreifen könnte. Diese Kabel, wir müssen rausfinden, wie man die Kabel befreit. Man kann sicher das Kabel dann auf dem Aufzug, sag ich, an dem... Sprüh das Radio mit dem Feuerlöscher an, dann geht's kaputt und zieht keinen Strom. Ja, das geht auf jeden Fall. Irgendwas übersehen wir. Irgendetwas. Es ist der Feuerlöscher. Hinweis. Es ist der Feuerlöscher. Willst du wirklich einen Hinweis anfordern? Ich muss vielleicht eingehenden zu ausgehendem Strom verbinden, aber welche Farbe ist die richtige? Ja, lila! Vielleicht ist lila nicht die richtige. Achso, Moment einmal. Vielleicht kommt aus einem Strom raus. Okay, warte. Aus dem roten kommt wahrscheinlich der Strom. Aber lila ist das richtige. Ist ja dann das schwarze Kabel, was genau da beim Lila ist. Und dass es irgendeinem Grund nicht leuchtet. Moment mal, das eine leuchtet gar nicht grün. Ach, Gag. Ich arbeite dran. Warte, 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 warte. Kann ja nicht sein. Ich verfolge gerade, Moment. Ja gut, ich probiere mal. Gut, dann machen sie eben so. Ja, das sind mehrere Möglichkeiten. Ist ja doch vorher gescheiter gewesen. Wir haben schon auf den allen Lichtern drauf, das heißt, da geht der Strom durch. Ja, aber warum nicht? Das müssen wir jetzt rausfinden. Boah. Meine Taktik würde funktionieren, das ist ja wieder nur raten, nur dass wir dann eben alle machen, statt ein paar wenigen. Aber okay. Ja, ist okay. Und woher weißt du jetzt, ob es das linke oder das rechte ist? Ja, wo denn? Links oder rechts?
Merkst schon was, gell? Jetzt haben wir nirgends mehr Lichter. Ja, beim Eingang. Okay. Meine Taktik wieder? Ja, aber so ist es verbunden von unten, dann fehlt eins. Wie, es fehlt eins? Okay, warte. Ich probiere einfach da rum. Wir nehmen jetzt mal den oberen Weg. Der obere geht von dem hier. Nein, da brauchen wir nur einen Einser. So, nehmen wir das. Von dem aus braucht man auch nur einen Einser. Chill! Was ist denn da jetzt los? Oder ich habe irgendwas anderes aktiviert. Okay, habe ich das nicht kaputt gemacht? Oder ist rot? Warum ist der rot? Das muss ich sowieso. Da kommt also kein Strom jetzt durch, weil es kaputt ist. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Okay. Ja, dann muss es das untere sein. Folgen dem hier. Ach Gott. Und da kommt jetzt ein Zweier rein. So. Dann das obere. Da genau. Ja, Zweier geht auch, weil dann haben wir das untere. Wenn ich das Einser nehme, dann müssen wir dem oberen folgen. Wir können es mal probieren. Merken wir uns das als Checkpunkt, das obere. Wir haben noch einen Zweier und einen Einser. Da muss ein Zweier hin. Nee. Das Kabel führt nur noch da nach hinten. Kann nicht stimmen. Machen wir da oben ein Zweier hin, gell? Passt. Wie passt? Ja, weißt du, das könnte sowieso. Ich habe noch zwei Einser. Ja, aber es muss ja trotzdem zum Lilanen verbunden werden. Das ist immer das Hauptding. So. Das kann nicht sein, weil ich muss ja daher. Wenn wir schon mal irgendwie ein Zweier da vielleicht noch hinkriegen. Wohin gehen die dann? In das hier, das geht dann ins untere. Was soll passiert, wenn ich denen Strom gebe, wo Sachen wie der Radio drinnen sind? Hä? Nein, macht keinen Sinn. So. Geh ja nicht. Aber theoretisch kann ich in den anderen Sachen mal Strom bringen. Ob das irgendwas bringt? Was hätten wir denn da noch? Ich könnte im Radio anschalten. Ob ich was davon habe, ist eine andere Frage. Da fehlt generell der Stecker. Soll ich vorher den... Nee, ich glaube nicht. Soll ich vorher noch den Aufzug, den Radio versuchen anzuschalten? Vielleicht ist irgendwo den... Ja, vielleicht geht automatisch schon, wenn ich Strom hinbringe. Das wäre der innerste. Das wäre hellblau. Probieren wir doch mal. Ach Gott. Nee, ich muss versuchen, einfach irgendein Kabel dahin zu finden von dem Weg aus. Da muss auf jeden Fall ein 2 rein, das ist klar. Da
Da kann eventuell ein 1er ran. Das geht dann nach unten. Das Ding war kaputt, gell? Genau, ja, da ist ein Fehler. Aber kann man das irgendwie reparieren? Vielleicht mit. Nee, oder? Nee. Ja gut, dann können wir das wieder weglassen. Ja, von dem aus gibt es eh keinen anderen Weg. Ich meine, es gibt einen 2er da. Geht auch nicht. Nee, das können wir vergessen wegen dem gelben, okay. Das heißt, wir ignorieren das da oben. Wir müssen auf jeden Fall das untere nehmen. Déjà-vu. Ja, ist in Ordnung. So. Da muss auf jeden Fall auch ein 2er, weil da gibt es ja keine anderen. Das heißt, das ist dann auch schon richtig. Da reicht ein 1er. So, dann kommen wir wieder da oben hin. Das muss ja eigentlich dann richtig sein. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu dem Lilanen? Wir haben noch ein 2er, wir könnten noch da anfangen. Machen wir mal. Nee. Das untere? Nee, was denn? Ich habe noch den 1er. Und das blinkt mir? Ich habe keins übrig. Die anderen müssen auch bleiben, weil sie grün sind. Ja, dann sag's mir doch. Ja, versuch ich doch gerade. Okay. Mach da unten den 2er hin. Wo? Den 2er gerade hier hat. So. Warte. Jetzt da oben den 1er hin. Wo? Ja, der in der Mitte ist kaputt. Welchen? Den soll ich daneben hin? Der schon leuchtet. So. Oh, ich hab noch eins. Okay, ich hab's. Ja. Den 2er von unten. Nein, den anderen. Hoch. Hoch. Ganz außen hin. Nein, eins wieder. Höher. Und dann das 1er unter die zweite Reihe ganz außen. Okay, gut zu wissen, dass da noch eins übrig war. Dann könnte ich das, glaube ich, schaffen. Okay, ich probiere es nochmal. Da haben wir gesagt, auf jeden Fall das untere. Hier hin. Da braucht man ein 2er. Jo. So. Dem folgen wir jetzt. Das ist dann wieder das, wo nach 1 geht. So. Ha, tada. Mir hat einfach eins gefehlt. So, lila haben wir. Ich hätte trotzdem gern den Radio gemacht, aber ich will weiterkommen. So, jetzt haben wir da Strom. Code. Was war das noch schnell? 49151, irgendwie so. Hm? Ja.
Gott sei Dank. Haben wir es durchgespielt? Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Eine Karte oder was? Ich lauf's Dach, da wollte ich von Anfang an schon hin. Oh! Fahrstuhlmucke. Wie lange stream ich schon? Okay. Level 2 geschafft, du hast den Bereich 3 betreten. Oh. Okay. Keine Kisten zum Aufmachen. Aber vielleicht ist ja dahinter was. Aha. Origami-Figur. So. Da hinten noch was? Nö, nö, okay. Gut. Boah, schlägt mich. Danger. Danger, danger. Wo ist mein Hammer? Okay, komme hier nicht dran. Oh, ich bin am Dach. Okay. Achtung, Live-TV-Aufnahme. Durch Betreten dieses Bereichs geben Sie alle persönliche Anregungen. Okay. Heißt, das ist das, was wir über den Fernseher sehen, in dem einen Stock, wo wir zuerst waren. Aber warum ist das wichtig? Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, oder? Wenn wir schon 1,30 jetzt haben, 1,25. Machen wir eine Pause. Mein Hirn brennt. Okay. Ja, das war jetzt mal ein kleines Event. Takahiros Geschenk. Wie heißt es? Escape VR Trapped on the Roof? Irgendwie so? Keine Ahnung. Erster Part. Irgendwann setzen wir das fort, aber erstmal Ruhe. Ruhe, Pause. Morgen kommt, denke ich, wieder Half-Life. Ich muss mal auf den Plan gucken. Ich weiß nicht, welcher Tag, also ich glaube Donnerstag. Okay. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.